FIFA-Boss will 48 Teams bei WM 2022. Präsident Gianni Infantino hat die Tür für eine Aufstockung der WM in Katar von 32 auf 48 Teilnehmer weit aufgemacht. Es wird auf jeden Fall 2026 so sein. Aber 2022, ihr kennt mich, es ist möglich, warum nicht, sagte der Chef des Weltverbands beim Kongress des Asiatischen Verbands in Kuala Lumpur. Für die Endrunde 2026 in Mexiko, Kanada und den USA hat das FIFA Council die Erhöhung der Teilnehmer bereits beschlossen. WM-Gastgeber Katar bestätigte zuletzt, dass über eine Aufstockung beraten werde. Eine Entscheidung könnte Anfang 2019 fallen. Conte wird wohl nicht Realtrainer. Antonio Conte wird den Posten als Chefcoach von Real Madrid laut Informationen von Sky UK nicht antreten. Dem Italiener sagt das Projekt bei den Königlichen nicht zu. Conte will sich bis zum Ende der Saison eine Auszeit gönnen, sollte kein attraktives Angebot kommen. So steht zunächst Ex-Profi Santiago Solari an der Seitenlinie der Königlichen. Im Falle einer Siegesserie könnte der Interimstrainer auch zur Dauerlösung werden. Lukrativster Trainerjob der Welt wieder frei. Marcello Lippi hört laut chinesischen Medien im Januar 2019 als Trainer der chinesischen Nationalmannschaft auf. Nach fast 6 Jahren in China sei es für ihn an der Zeit, nach Hause zu seiner Familie zu gehen, sagte der Italiener. Im Oktober 2016 übernahm er als angeblich bestbezahlter Trainer der Welt mit einem Jahresgehalt von bis zu 24 Millionen Euro die Nationalelf. Das große Ziel, die WM 2018 in Russland, verpasste er aber. Kroos fehlt bei Debüt von Solari. Bei seinem ersten Spiel als Trainer von Real Madrid verzichtet Santiago Solari auf Nationalspieler Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 fehlt im Aufgebot für das Pokalspiel bei Drittligist DU Melilla. Neben Kroos gönnt Solari auch Vize-Weltmeister Luka Modric, dem Waliser Gareth Bale und Isco eine Ruhepause. Thiago fehlt mehrere Wochen. Im Pokalspiel des FC Bayern gegen den SV Rödinghausen verletzte sich Thiago nach einem Foul am Fuß. Am Mittwoch dann die Diagnose, Thiago erlitt einen Riss des vorderen Außenbandes sowie der Gelenkkapsel. Damit fehlt der Spanier dem Rekordmeister mehrere Wochen. Er ist der nächste Ausfall für Niko Kovac, der auch schon auf die langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman verzichten muss.